Cola. Ich verstehe mal Cola. Also mir ist die Karte egal, ich habe kein Problem mit, wenn es über der Karte ist. Ach so, Energy. Ich muss auch mal was trinken. Ich habe die Werbung vermisst. Ich habe die Werbung so vermisst. So, ich gehe jetzt einfach mal hin und gucke, was das hier für eine Mission ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Etwas später. Ist da, super. Okay, hör zu. Ich stehe gleich auf und laufe ein bisschen rum, okay? Sobald ich dich anrufe, folgst du mir. Aber nicht zu nahe, okay? Sonst merkt mein Stalker, was Sache ist. Also stalken wir den Stalker. Halte die Augen offen. Achte auf verdächtiges Verhalten, wie wenn jemand mich beobachtet oder mir nachspioniert oder okay. Sowas. Okay, die Aufgabe kommt mir nicht bekannt vor. Verstanden. Mal los. Red Menace behält oben auch ein Auge auf mich. Drück mir die Daumen. Okay, ich werde den Wichser verprügeln. Okay, du kannst gehen. Yes. Wo ist sie? Wo ist sie? Hä, ich sehe sie nicht. Ah, oh, da unten. Oh Gott, ich hab schon Angst gekriegt. Alles klar, Anna. Dann danke nochmal für den Raid. Ich wünsche dir viel Spaß. Die Mission ist im Base Game. Okay, dann habe ich die irgendwie nie gehabt. Also ich komme mir gerade nicht bekannt vor. Vielleicht ist der Stalker auch. Oh, hey, sorry. Darf ich ein Bild mit dir machen? Ich bin ein Riesenfan. Klar. Ich wollte sie gerade packen und verprügeln. Green Cloud. Netter Spitzname, Green Cloud. Danke. Kurz GC. So unterschreibst du deine Briefe, nicht wahr? Scheiße, dieser Gast. Ich sehe den Stalker. Bleib, wo du bist. Okay. Sei vorsichtig. Und bring niemanden um. Bitte. Ich bin gerade mega verwirrt. Halt die Fresse jetzt! Ich will nicht sterben. Die kam mir voll merkwürdig vor. Blue Moon, ich hab sie. Hast du sie gesagt? Yes, du bist eine Stalkerin. Ich hab nicht gerechnet. Bin unterwegs zu dir. Ich glaube, der Stalkerin geht's nicht so gut. Was?
Nein, ich hab sie nur vor der Stalkerin beschützt. Woher wusstest du, dass sie es war? Ich weiß nicht, sie hat so gestottert und komisch verhalten. Ja. Hatte eine Waffe und Bilder von dir dabei. Aber mit den Augen rausgeschnitten. Ziemlich eindeutige Beweise, oder nicht? Oh Gott, wie danke. Ich bin dir so dankbar. Nichts zu danken. Gerne. Nur meine Arbeit gemacht. Ein Mädchen wie sie. Das hätte ich nie erwartet. Was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir sie den Bullen überlassen. Warte, bis die Bullen da sind. Aber was ist, wenn sie freigelassen wird? Oder flieht? Dann rufst du mich wieder an. Und ich breche die Beine. Ja, du hast recht. Danke. Für alles. Ich überweise dir die Eddies ganz bald. Versprochen. Gönn dir einen Drink. Das entspannt die Nerven. Bis dann, Blue Moon. Und? Fühlst du dich besser? Die ist einfach weg. Ja? Ja? Was? Wer... Okay. Sie will uns erschießen. Okay. Warum wabbelt die so rum? Ich will nicht sterben. Ich bin gerade verwirrt. Hallo, Striker. Gut, ich lasse sie einfach hier liegen. Hast du ein neues Spielzeug gefunden? Moment, noch nicht. Ich bin auch mega verwirrt mit der ganzen Steuerung hier. Welches Auto hatte ich eigentlich immer? Chiron. Ach so, ich habe noch nicht geschaut, was sie mir da gegeben hat. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Was war denn die neue Waffe? Alter, ich muss erst wirklich in dieses Spiel reinkommen. Was ist das denn? Ich weiß nicht mal, was jetzt hier neu ist. Doppelläufige Schrotflinte. Das sieht auch alles ganz anders aus. So, heute eskaliert es wieder. Ich packe das Monster aus. Das Getränk. Okay. Und hallo MG. Oh ja, Quallenjelly-Burger. Geil. Robin! So, das hier ist die Testera. Schrotflinten-Mod. Nehmen wir mal. Dieses Drecks-Energy, warum Schwierigkeitsfrechheit? Hallo, Ataxa. Nee, dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, um das Spiel komplett neu zu machen. Ich bin jetzt schon überfordert.
Bad Panini. Castle, was wollten wir machen? Erstmal mit der Cyberware, ne? Journal, upgrade you. Ich glaube, wir machen mal das zuerst. Das wurde jetzt nicht markiert. Warum markiert ihr das nicht? Mission verfolgen. Weil du jeden Ripper doch kannst. Aber ich will doch zu Vincent. Nicht Vincent, zu Victor. Warum? Wie komme ich jetzt auf Vincent? Ich bin zu Victor! Oh, hier gibt es noch eine Tarotkarte. Na gut. Dann gehen wir einfach zu dem hier. Hast die Legende denn? Stimmt, da gab es ja noch so eine Legende. Stimmt ja, der Filter, ne? Mission, Sir. Ja, danke. Das habe ich auch immer vergessen. Uff. Und das ist halt nur. Das war das. Das war das. Warum zeigt er mir aber nicht die andere Mission an? Also spielt es eh keine Rolle, wo ich hingehe. Oh, eine Kiste. Was ist das denn? Nehmen. Nachricht. Kapitel 1, die Apokalypse. Sein Name war Rache Bartmos. Jeder weiß, wer der erste Ned zerstörte. Die eigentliche Frage ist, warum? Netwatch nannte ihn einen Verbrecher, die Medien einen Verrückten. Doch könnten beide Bezeichnungen korrekt sein? Entscheiden Sie selbst. Unten finden Sie einen bisher unveröffentlichten Brief von Bartmos, den er kurz vor der Freisetzung von Rabbits schrieb. Warum dieses Dokument erst jetzt auftaucht? Nun, irgendjemand da draußen wollte offenbar nicht, dass Sie, liebe Leser, davon erfahren. Der perfekte Grund, um tief in die Informationen einzutauchen, die uns zur Verfügung stehen. Maria Jimenez oder so. Ja, werden wir sehen, Ataxa. Schauen wir mal. Hoffen wir mal nicht. Habt ihr hier irgendwas? Ach du Scheiße, was zum... Mhm. Red Leopardhemd mit, yeah. Ich sehe, hier sind sehr viele so eine, Mods, ne? Beziehungsweise Quick-Hack-Sachen sind das. Holy shit. Selbstmord. Zwingt den Gegner, sich eine Waffe an den Kopf zu setzen und abzudrücken, wodurch er neutralisiert wird. Alter.
Kaufe ich. Das klingt sehr böse. Dann gehen wir mal zu einem Ripper Dog, am besten hier unten. Ich bin auf der Suche nach neuer Cyberware. Gesicht? Okay. Deine Cyberware-Kapazität bestimmt, wie viele Cyberware dein Körper bewältigen kann. Sie steigt, wenn du Level aufsteigst, bestimmte Vorteile freischaltest und Cyberware-Kapazität später benutzt. Okay. Ich mache mir neue Augen. Bist du sicher, installieren möchtest? Ja? Hände. Erhöht die Chance auf Querschläge. Bonus durch technische Fähigkeit. Da wird die Rüstung erhöht. Rechts auch. Bonus durch technische Fähigkeit. Panzerung pro Attribut. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, nun klar. Jetzt hat sich das alles freigeschaltet. What the fuck? Oha. Ja, was ist denn jetzt da? Du Scheiße. Das Problem ist, ich muss halt aufpassen, weil links, ne? Ihr seht ja, mein Limit ist nicht sehr hoch. Neues Spiel wäre, glaube ich, besser, oder Liz? Nein, wär's nicht. Okay. Das ist eine Menge. Skelett. Hier gibt es auch auf jeden Fall sehr viel Neues. Heilige Scheiße. Was hat das hier? Bonus durch technische Fähigkeit, Panzerung pro Attributpunkte. Auf Kategorie 5 upgraden. Das geht auch. Ah, die haben sehr viel neu gemacht. Krass. Das ist sehr krass. Beim Ducken 110 Panzerung, Bewegungstempo. Alter, das ist heftig. Das ist sehr viel. Ich bin ein bisschen... Holy shit. So, was macht das hier? Bonus durch technische Fähigkeit, erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Das hatten wir ja gerade gekauft. Beim Nachladen einer leeren Waffe lässt der nächste Schuss einen Elektroschock freisetzen. Alter, das ist krass. Und mies. Ja, bin ich gespannt. Dann müssen wir erstmal schauen.
Wenn wir dann zocken in Ruhe, was man hier alles noch machen kann. Das ist sehr, sehr viel im Moment. Ich habe jetzt nur noch 10 von diesen Punkten. Ihr seht es da oben. Also von diesen Upgrade-Dingern. Vielleicht sollte ich hier noch was einsetzen. Das hier macht, wenn ihr Entdeckung durch Gegner verlangsamt die Zeit. Okay. Erhöht die Bewegungstempo. Ja. Habe ich was, was ein bisschen Rüstung mit dazu pusht? Nee, ne? Bonus durch Coolness. Ist aber auch alles sehr teuer. Kreislaufsystem. Sieben Prozent Gesundheit, wenn du einen Gegner neutralisierst. Adrenalin-Booster. Alter, das ist echt heftig. Ich finde es super, was sie hier alles überarbeitet haben. Wirklich sehr, sehr krass. Minus 2, du kannst sogar so schlechter werden. Ah, schön. Ja, das habe ich alles schon gesehen. Ich finde das hier gerade auch sehr... Puh. Dann machen wir mal das. Dass wir wenigstens schon ein bisschen geupgradet sind. Drücke zum Aktivieren, Modtag, Berserk. Ah, das war das, wenn wir so ausrasten, ne? Hier müsste ich auf jeden Fall auch schauen, was ich dann am besten nutze. Kritischer Schaden. Alter. Das sind sehr viele Informationen. Okay. Holy shit. Du kannst. Ich sehe auch diese ganzen Punkte da links. Yep. Jetzt kann ich hier noch komplett das Ding vollballern. Heilige Scheiße. Systemzusammenbruch. Wo ist das mit dem, was wir vorhin gekauft haben? Ist das hier mit bei? Speicherlöschung ist ziemlich cool. Neustart ist cool. Kurzschluss ist super. Synapsen Burnout. Hier ist. War das Waffenglitch? Nee, das war's nicht. Überhitzen. Nehmen wir das noch. Hallo, Ice Dave. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen erstmal hier unseren Charakter ein bisschen auf Vordermann bringen. Dann können wir auch richtig loslegen. Denke ich. Weil hier ist noch sehr viel Raum nach oben. Und auf der anderen Seite, das müssen wir halt freischalten dann. Also das wird pui. Ich will einen neuen Look. Einen neuen Look? Ach so, das war das. Okay.
Du bist halb Mensch, halb Megablock. Ripper haben selten organische Körper. Vor allem nicht solche. Die meisten verstehen nicht, dass das Hirn besser mit echter statt synthetischer Muskulatur funktioniert. Selbst wenn du nur eine Hand ersetzt, büßt du schon Konzentration und Wohlsein ein. Cyberware macht mehr Ärger, als dass sie hilft. Kein gutes Marketing für einen Ripper, Doc. Stimmt. Aber Chroma wie dich hält das nicht auf. True. So, Mission abgeschlossen. Okay, gut, dann haben wir das jetzt geschafft. Sehr nice. Hey, kannst du den Money klein machen? Sehe ich aus wie eine Bank? Komm schon, ich habe kein Wechselgeld. Dein Problem, nicht meins. Okay. Nicht anfassen! Ich hab die nicht angefasst! Noch nicht. Aus dem Weg! So, wo war mein Auto? Auto-chan? Ah, da vorne. Dann schauen wir auf aufs Journal und wählen dann die Dingsaufgabe aus. Die hier. Dog Eat Dog. Das ist dann das Phantom Liberty DLC. Schauen wir mal. Welcher Radiosender war eigentlich... Pfeift und schuldig. Ja, ja. Oh Gott, ich muss mich erst an diese Steuerung gewöhnen. Es ist grün! Body, das ist mein liebster Sender. Das Geld ist unterwegs. Ruf die mal an. Oha, die geht nicht ran. Fahrzeugkampf. Was? Das ist auch neu? Wenn du beim Fahren deine Waffe ziehst, wird der Kampfmodus aktiviert, sodass du gleichzeitig fahren und schießen kannst. Am Steuer kannst du Pistolen und Maschinenpistolen benutzen. Schieße, halte 1 gedrückt. Standardmäßig werden Gegner beim Ziehen automatisch erfasst. What the fuck? Oha. Einfach aus der Knarre rausballern. Geil. Zum Weg hier. Schießen, zielen, Waffe wechseln, Scanner, Waffe wegstecken. Danke.
Oder war es Night FM? Ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher, welcher. Oh, ich glaube, ja. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Sender ich sehr, welchen ich sehr oft gehört habe. Hallo, Animus? Wo ist ein Weg hier? Ich kann sagen, wo ist ein Weg? Danke. Ein Ritual oder wie der hieß? Ich habe keine Ahnung. Ach, das war der Metal-Sender. Ja, der ist auch nice. Neues Gebiet wird betreten. Schon auch sehr ranzig aus, sehr gut. Darf ich überhaupt durch?